Was geht's wohl, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum hier bei Crush Fortification. Wir befinden uns nun beim Pokémon Kryptolabor. Also beim Kryptolabor, besser gesagt. Und ja, wir konnten uns von Madame Venus den Eingangsschlüssel holen. Den hat sie ja unterwegs verloren, als sie vor uns geflohen ist. Tja, und von einem der Forscher konnten wir uns jetzt auch noch eine Schlüsselkarte holen, mit der wir jetzt hier noch tiefer ins Labor eindringen können. Tja, dürfen gespannt sein, was uns hier noch erwarten wird. Ich hoffe mir mal nicht, dass das hier schon das Finale sein wird oder dass hier schon uns die ganz harten Kämpfe erwarten. Ich denke, wir werden hier schon noch zurechtkommen. Hier gibt's mehrere Lifte? Oder Moment. Ach so, das sind alles Türen. Alarm, Eindringling gesichtet! Oh je, der Kryptoknecht hier total überrascht. Ein Griffel? Sagt mir nicht, dass das ein Krypto-Pokémon ist. Könnte mal darauf verwetten. Tatsächlich. Oh, ein Krypto-Griffel. Alles klar. Dann wollen wir mal wieder einen Fangversuch starten. Konfusion und Donnerwelle. Ja, eine weitere Konfusion darf es noch sein. Ich habe mir schon gedacht, dass Griffel das noch ganz gut aushalten müsste. Oh, viermal getroffen, ey. Ah, und da setze ich dann gleich Donnerwelle ein. Ob das Visinio da Wasserattacken verwendet? Das würde auch erklären, warum es gerade Regentanz einsetzt. Bei Griffel verwendet bestimmt keine Wasserattacken. Glaube ich nicht. Na schön. Bitte kein Critical Hit. Meditales, ich schwöre dir. Alles klar. Passt. Damit wäre das Griffel eigentlich farmbereit. Tatsächlich ist der Surfer ein. Naja, der Schaden ist nicht sonderlich groß. Wohin wundert's, das ist auch nicht Step. Trotz Regentanz. So, es wird Zeit, dass wir nun versuchen werden, das Griffel in die Griffel zu bekommen. Okay, der war schlecht. Ich weiß, ich weiß. So. Superball los. Und du, Meditales, kümmerst dich in der Zwischenzeit um Visenio. Krallball, los! Hoffentlich klappt es. Yes! Passt! Wir haben einen Griffel. Alles klar. Und Turmkick! Ich brauche ernsthaft eine bessere Kampfattacke. Durchbruch zum Beispiel wäre nice. Diese Attacke ist zwar nicht ganz so stark wie Turmkick, aber wenigstens und so. Formio. Ach ja, wegen dem Wetter passt es sich jetzt an. Stimmt. Und dementsprechend werden natürlich auch die Attacken stärker, die es einsetzt. Also die dazu passenden Attacken, wie zum Beispiel Wasserattacken. Boah, ich brauche mal Psychokinese für Meditalis, aber ernsthaft. Formio ändert er auch seinen Typen, je nachdem. Und ja, diesmal hat es den falschen Typen, leider Gottes. Surfer ist da schon jetzt anscheinend wirklich selbstverständlich bei den ganzen Wasser-Pokémon in dem Spiel. Was für ein Pisswetter. Pfui. Das ist echter Wahnsinn. Von hier drin könnte man meinen, da wäre die Sprinkleranlage angeschaltet. Sprinkleranlage, also
Der Feuerlöscher. Das Feuerlöscher ist was anderes. Ihr wisst, was ich meine. Die eingebaute Sprinkleranlage, der Rauchmelder halt. Wenn der Rauchmelder anspringt, dass dann im Hause die Sprinkleranlage, also dass dann eingebaute Sprinkleranlage auch Wasser abgibt, dass ich besiegt werde. Damit es verhindert, dass ein Brand entsteht. Diese eingebaute Sicherung bei den Häusern. Hey, der spurlos verschwunden, der Typ. Sobald der Rauchmelder halt Rauch meldet, entsprechend dann. Okay, hier kommen wir nicht durch. Nur von der anderen Seite. Und hier? Ja, hier kommen wir ja durch. Hier waren wir auch. Oh, ein Forscher. Ah, hallo? Ja, diese Daten brauchen wir also nicht mehr. Das ist ein Lärm. Wenn er ihn so schnell bereit macht, dann wird Professor Kulper. Hä? Hier, er arbeitet doch gar nicht im Labor, oder? Nö. Aber beachtet uns trotzdem nicht. Nee, das bringt nichts mehr. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe Beinattacken. Ja. Mit Donner müsste es doch eigentlich gehen. Und hier Turmkick gegen Magnetilo. Muss man doch noch was sagen? Ja, trifft sogar. Mann! Ich habe jetzt ganz schön viel Glück mit Turmkick. Oh, so gehört sich das auch. Lumpy. Okay, er hat kein Krypto-Pokémon bei sich. Jawohl. Endlich mal. Treffer. Und trotz nicht der Effektivität reicht es trotzdem für ein KO. Also die Forscher nutzen anscheinend hauptsächlich Elektro-Pokémon. Wie es scheint. Nun gut. Soll mir recht sein. Was? Achso, es hat Citrobeere oder was? Ah, und ist sogar schneller, das gibt's ja nicht. Au! Moment, was? Ach so, hat es etwa. Ampharos wollte angreifen, aber Lampi hat die Attacke einfach. Oh Mann! Na schön, Tronkick. Und ansonsten kann ein Pampunga noch was machen. So. Zeig's ihm! So. Ist recht. Und tschüss. So, Störung ausgehen während der Räumungsarbeiten. Nicht schnell verschwendet wird Professor Kulper zeigen, was Schmerz ist. Professor Kulper wird ja anscheinend der Boss sein. Ein OG-Schlüssel. Okay, also hier komme ich schon mal nicht weiter. Gut zu wissen. Da muss ich hier entlang. Okay. Professor Kulper hat bestimmt auch noch ein Krypto Legi bei sich. Jetzt schon ein bisschen zugegebenermaßen doch ein bisschen Schiss davor. Oh Gott. Ich habe kaum noch Tränke schon wieder. Alter, meine Heilutensilien sind schon wieder rar gesät. Ich hätte mir vielleicht etwas kaufen sollen, weil jetzt, wo ich Kohle habe. Es sei denn, es gibt hier noch eine Heilstation. Naja, ich tausche mal meine Pokémon aus, weil Ampharos und Meditalis sind schon überbenutzt hier. So. Schon besser. Dann machen wir mal weiter. Was geht hier ab? Oh! Hey, da im Labor ist der Laborkittel dran. Das ist Vorschrift, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ihr seid etwa Eindringlinge?
Ja. Magneton? Oh, oh, okay. Diesmal wird's ernster. Da habe ich wieder das Problem. Jetzt bin ich aber ernsthaft in ein Problem geraten. Also in eine verzwickte Situation geraten, weil... Ja, ihr merkt es, Stahl-Pokémon und so. Mekago. Das ist das einzige Pokémon, was ja gerade was ausrichten kann. Und ja, du schläferst erst mal das Magneton ein. Bevor es irgendwelche... bevor es irgendetwas Dummes anstellen kann. Schlafe ein, liebes Magneton. Das sind wirklich drei Magnetilo auf einmal. Unglaublich. Wow. Ach, das war Donner, what the hell? Na, warte. Du bekommst jetzt einen Flammenwurf ab und du, Papunga, heilst dich mal schnell. Ja, ein Papunga kann ich eher als Tank bezeichnen, weiß ich. Als Healer, sagen wir es mal so. Oder als Self-Healer, weil es heilt ja die anderen Pokémon nicht. Für gute Rollenspiele braucht man natürlich immer auch Heiler, die einen immer wiederbeleben oder heilen dementsprechend. Elektroball, ui. Das ist mal ein harter Brocken. Bin ich wohl, ob ich wohl schneller bin? Nö. Och bitte, Papunga, überlebt das. Oh mein Gott, das war knapp. Schade tatsächlich seinen eigenen Pokémon. Was soll denn das bitte? Kann vielleicht eine ganz gute Taktik sein, wenn man ein Schutzschild einsetzt, aber... Oh Mann, oh nee. Und trefft natürlich. Und damit dürft ihr raten, es muss Papunga sein. Ja, nee, ist klar. Och Gott. Das kann nicht wahr sein. Muss ich wieder einen Beleber verschwenden? Ich glaube, ich kotze. Ich weiß nicht, wann die nächste Heilstation kommt. Oh, in dem Fall hätte ich Bodenattacken gut brauchen können, weil Magnetilo schwebt seine Luft, aber es beherrscht komischerweise ja keine Schwebe, wie wir alle wissen. Also verdammt braucht er jetzt nicht unbedingt zensieren. Liebes Übersetzungsteam von Nintendo, ihr kommt viel zu spät, hier findet ihr gar nichts mehr. Das wollen wir doch erstmal sehen. Na, okay. Der Weg führt nach oben. Zuerst aber... Hier. Beleber und so. Papunga hätte ruhig die EP brauchen können. So. Na gut, ich würde sagen, Mekago bleibt erstmal vorne. Ich spare mir den Trank, weil Papunga kann eine Synthese. Was zum... Du bist also Chris, meine, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Ach, der nächste Forscher, der sich uns in den Weg stellt. Der Roli. Uhu. Die Typ meint dieses Mal ernst. Papunga, ey. Das Elektroball ist ja schneller. Wenn es jetzt wieder mit Finale kommt, dann... Oh, verdammt. Dann geht sich Synthese nicht mehr aus. Komm. Wechsel mal aus. Das lohnt sich nicht für mich. Nach Tara kann er so ziemlich alles wegtanken. Au. Ja, ich sag's ja. Das war ein voller Donner, den er kassiert hat. Und endlich mal treffen die Gegner mal Zabex und nicht. Flamethrower!
Und tschüss. Yes. Magnetilo? Warum hat das nicht vorher eingesetzt? Ist nämlich irgendwie sinnfrei. So, Kung-Fu-Strahl gegen Elektroball. Sehr gut daneben. Bevor es irgendwelche Dummheiten anstellen kann. Und Mekaro erledigt mal schnell Magnetilo! Nice! So, jetzt noch ein Feuersturm obendrauf. Und Finte. Komm, verletzt dich selber. Yes! Kabim! Komm, triff. Yes! Boom! That face, ey. Die Augen rausgucken. So. Schluss jetzt mit den Forschern. Du störst hier! Ist mir egal. Ich habe das Recht, euch zu stören. Die guten Pokémon, die wir versiegelt haben, sind schon lange weg. Du kannst dich abstrappeln, wie du willst, aber unser Krypto-Pokémon-Plan wirst du nicht vereiteln. Das wollen wir doch mal sehen. Ah, der Schlüssel. Ich wusste es doch. So. Und wo lang jetzt? Nun erstmal wieder einen Supertrank verwenden. So. Wo wird uns jetzt der Weg hinführen? Wir werden wahrscheinlich bald auf Professor Culpa treffen. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? Mal wieder 11.000. Ich könnte damit auch einen TM kaufen, aber ich kaufe mir dann auch lieber Heilungsgegenstände und Bälle. Halt blöd, dass das jetzt so rar gesät ist alles. Ich meine, ich könnte natürlich die ganze Zeit auch über Offscreen trainieren, weil die ganzen... Ja, hab ich. Sesam, öffne dich. Weil die ganzen... Dürft ihr nicht einfach reinkommen? Das wollen wir doch mal sehen. Ist es vielleicht die eine und dieselbe? Nein, ist jemand anderes. Wow, Hohndämon wäre auch ganz cool als Feuer-Pokémon. War echt sowas von. So. Flamethrower und Opa Punga. Ich glaube, es hat sich erstmal hier verkrümeln. Hat der jetzt leider Gottes an dieser Stelle gar nichts zu melden. Ich wünschte, ich könnte Papunga mal gegen ein Pokémon ersetzen, das Pflanzenattacken beherrscht. Ich meine, klar, man benutzt selten Pflanzenattacken, aber in meisten Fällen sind sie natürlich praktischer als zum Beispiel... Nehmen wir mal als folgendes Beispiel Elektroattacken. Die sind so, dass Elektroattacken und Pflanzenattacken bei die Gemeinsamkeit haben gegen Wasser-Pokémon anzukommen. Ich meine, Elektroattacken kann man auch immer brauchen. Vor allem gegen die Flug-Pokémon. Aber gegen Wasser-Pokémon zum Beispiel. Steinwurf. Und Surfer. Also Elektro-Pokémon sind gegen Pflanz... sind ja, wie wir wissen, gut gegen Flug- und Wassertypen zum Beispiel. Ich hab's hoffentlich niemanden vergessen. So. Und... Kamurx! Oh, das muss ein Krypto-Pokémon sein. Yes! Haben wir also jetzt ein Krypto-Pokémon wiedergefunden.
Ach du Scheiße. Ah, nein! Das gibt's aber nicht. Schon wieder. Ach, Mekago. Du Lappen. Oh. Hm. Na schön. Und ist nicht, noch ist nicht aller Tage Abend. Hm. Ja komm, Papunga. Dich brauche ich dann sowieso für Kramux. Müsste es schneller sein. Ja. Was ich sagen wollte, Pflanzenattacken sind ja auch effizienter, weil sie auch gegen Gestein, Boden und Wasser auch wirken. Und gegen Boden zum Beispiel hat Elektro keine Chance. Ja, es kommt immer drauf an, wie man es jetzt eigentlich verwenden möchte. Weil wenn jemand selten Pflanzenattacken, Pflanzen-Pokémon verwendet, dann ist es klar. Man muss auch nicht unbedingt Pflanzen-Pokémon bei sich haben, aber es wäre schön, wenn gewisse Pokémon auch Pflanzenattacken beherrschen können. Und Pflanzenattacken ist ja natürlich man. Für meine Begriffe sind sie natürlich mehr als nötig. Möchte ich behaupten. So. Ich hoffe nur, Surfer wird Kramux nicht zu viel sein. Ach nee, es kann nicht eingeschläfert werden. Super, und da fliegt es auch noch. Da muss ich wohl Ampharos wieder herhalten. Na denn, Ampharos. Dein Ansatz ist gefragt. Und du, Imperator. Setz nochmal. Obwohl, ist das jetzt vielleicht zu viel? Nee, Kramux, komm. Es sei denn, es wird schon wieder ein Critical Hit, dann schwöre ich dann. Kriege ich einen Anfall. Also komm. Vielleicht wirkt Statik bitte? Nein. Muss nochmal eine Runde draufsetzen. Oh mein Gott! Oh. Da brauche ich ja glaube ich noch nicht mal. Na obwohl, sicher ist sicher. Donnerwelle. Und Imperator. Kann in der Zwischenzeit mal Regentanz einsetzen. Mal so zum Jux. So aus Jux. Au. Moment! Nein! Nein! Scheiße! Das dritte Pokémon! Das ich verkackt habe! Mann! Nur weil es unbedingt Kryptoschlag einsetzen muss. Für den Leiter gehst du ganz schön zur Sache. Boah, bitte! Sag mir, dass ich die auch nochmal herausfordern kann! Oh, shit! Warum habe ich jetzt in letzter Zeit so ein Pech? Das ist schon das dritte Pokémon! Jetzt brauche ich wieder drei, verdammt! Oh! Shit! Oh. Dachte ich, es wäre perfekt. Ich hätte gleich einen Ball einsetzen sollen, ich Volldepp. Mann! Da geht's nicht rein. Okay, ich muss ihn wieder beruhigen. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Oh, was zum ein Arbeiter? Ich vermute mal, das ist auch ein Trainer. Aber da halte ich mich jetzt erstmals fern. Wie komme ich da rein? Oh nein, ich habe noch gar nicht. Hier ist Betreten verboten. Warte doch mal, ich habe mir noch nicht heilen können. Blöde Schnepfe. Vostelka. Oh nein, das ist auch ein Krypto oder was? Zeig's mir. Yep. Vostelka. Okay. Das ist jetzt meine Chance auf ein. Das ist jetzt vielleicht meine Chance, das wieder gut zu machen. Bitte. Ich will es nicht ständig verkacken, Herrgott, nochmal. Ich weiß, dass ich vielleicht alle Pokémon versuchen kann zu fangen, aber das will ich mir echt ersparen. Verdammt nochmal. Ach, wieso? Triff doch.
Ja, nicht sehr viel. Wieso? Ist es von Typ Stahl? Stahlkäfer anscheinend. Au. Ach. Ja, super. Du blödes Drecksi. Ach, na prima. Okay, so kann ich nicht arbeiten. Ich fürchte, ich muss andere Pokémon einsetzen. Und ich sollte eigentlich meinen Mikago wieder beleben. Ampharos ist auch schon ganz schön angeschlagen. Nicht gut. So. So passt das schon eher. Au! Wehe, wenn es Warblutz auch noch Ampharos wagt, Ampharos abzugreifen. Ja, jetzt setzt es Fliegen ein. Nee, ich muss erstmal das Donnerwelle einsetzen mit Ampharos. Ach, geht er nicht! Ach. Na schön. Könnte versuchen anzugreifen. Ich hoffe, dass es da nicht zu viel ist. Wehe. Und wehe, wenn es dann dazwischen wieder Krypto schwöre. Ich kann doch nicht ständiges Pech haben hier. Daumen drücken. Oh mein Gott, bitte jetzt keinen Kryptoschlag. Bitte jetzt keinen Kryptoschlag. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Nein! Ah! Ich dreh durch. Das ist das vierte. Vier! Herrgott, noch mal! Oh! Leck mich am Arsch! Ich hasse das wie die Pest! Mann! Vier Pokémon schon hintereinander! Zwei in diesem Part haben wir verkackt! Ist doch nicht euer Ernst! Schaffen wir überhaupt noch einen Fangversuch oder was? Da kann ich doch gleich mal Bälle einsetzen. Wie viel hat ihr denn noch? Was? Wieso setze ich Donner? Ich wollte Donnerblitz einsetzen. Wieso ist es jetzt auf Donner gefallen, die Auswahl? Ich bin auf Donnerblitz gegangen. Ach, da. Herrgott, nochmal. Können uns auch mal... Nee. Schlitzer, komm. Ich könnte kotzen. Ich könnte alles auskotzen. Verdammte Scheiße. Und meine Tränke gehen mir langsam aus. Gut, du kannst durch. Ich will aber noch dein Pokémon. Verdammt. Und weg ist sie. Ach, ach. Langsam wird das mir echt zu viel. Was hat überhaupt der Arbeiter hier? Mann, ich habe kaum noch Tränke, ey. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche jetzt ernsthaft eine Heilstation. Oder ich muss ja raus. Ich gehe mal offscreen raus und kaufe mir noch ein paar Sachen. Also bis gleich. So, ich habe meine Vorräte ein bisschen aufgestockt. Die Pokémon sind auch wieder topfit. Alle miteinander. Haben jetzt wieder je 12 Stück von Limonade, Tafelwasser und Sprudel besorgt. Damit dürfte es jetzt wieder umso leichter... Damit dürfte ich jetzt wieder etwas weniger Probleme haben. Okay. Seit ich hier arbeite, habe ich mich immer um Pokémon gekümmert. Pokémon haben. So, das hat man alles schon abtransportiert. Okay. Sind alle schon weg. Hier halten sie also die ganzen Krypto-Pokémon. Oh, diese Dreckschweine. Das büßen die mir. Ach, sowas von. Könnt ihr einfach... Wie die mit den Pokémon umgehen, das kann ich nicht mehr länger ertragen. Deswegen möchte ich sie auch alle erwischen.
ich mache mir da vielleicht viel zu viel Sorgen, weil selbst wenn ich es verkacke, habe ich noch mal eine Chance. Das weiß ich. Das hat man mir in den Comics mitgeteilt. Oh, ich komme im Kryptolabor. Also das ist ein Kerl. Willkommen im Kryptolabor. Wie viele von denen tauchen jetzt eigentlich noch auf? Rehorn und Ariados. Ariados? Dafür habe ich Netzbälle. Alles klar. Ja, habe ich mir doch gedacht. Na schön, Makago kümmert sich mal. Oh oh. Vielleicht sollte ich mal... Das bringt nichts. Mit Makago kann ich hier nichts reißen, also... Komm, wechsle auf... Ampharos und Papunga macht mal schnell Rehorn down, bevor es... Oder ich setze gleich Schlafbruder ein. Ich hoffe nur, Rehorn macht nicht irgendwelche Spirenzchen. Och, nein! Ih, pfui! Mann! Och, heilige Scheiße! Impagator. Hoffentlich hältst du mehr aus. Boah, ich freue mich schon, wenn ich endlich ein besseres Pflanzen-Pokémon bekomme. Oh shit, Steinhagel. Autsch. Kabam. Warte, du. Donnerwelle und... Ja, Surfer, komm. Ach ja, das müsste das doch mit links aushalten. Würde mich wundern, wenn nicht. Rehorn hingegen geht sofort down. Okay. So, vorausreicht Level 44. Nice. Reptain, oh mein Gott. Warum kann ich so ein Pokémon hier nicht bekommen? Wie gemein das doch ist. Wie geht eh? Damit macht das so viel Schaden. Ich werde mal Lichtschild, damit die Spezialverteidigung ein bisschen steigt und... Ja, Blizzard greift beide... Oh nein, ich wollte nicht... Ah, verdammt! Aber das ist ein... Okay... Ja, wollte gerade sagen. Ist ja nicht Step, also brauche ich mir nicht so viel Gedanken machen. Da kommt Reptile mit seiner Mega-Sorge-Attacke. Und der Lichtschild kommt ein bisschen spät. Ich hoffe nur, dass Matschbomber als Spezialangriff zählt und nicht als physischer. Na schön. Ich würde sagen, Reptile machen wir jetzt endlich mal den Gar aus. Da stimmt ihm noch zu, ne? Oh nee. So. Alles klar. Ey! Mann! Nicht auch noch Impagator! Ey! Fuck, das kann nicht wahr sein. Schluss jetzt mit dem Scheiß! Mach endlich das Reptain down, das geht mir langsam genug auf den Keks. Es geht mir lang genug auf den Keks, wollte ich sagen. Okay. Am besten setze ich jetzt mal einen Ball ein. Netzbälle sind ja immer besser als Super- oder Hyperbälle bei Wasser- und Käfer-Pokémon. Und Makago macht jetzt das Reptain mit Flammenwurf fertig. Krallball los! Das Ariados müsste damit gefangen werden. Komm schon. Immerhin. Ein Trost. Nach den zwei letzten Fehlversuchen. Au, Mann. Gleich zwei Pokémon schon wieder von mir K.O. Warum gibt es hier keine Heilstation?
Alter. Ich meine, Ariados wäre auch kein so schlechtes Pokémon, aber... Nee. Eine unglaubliche Kraft! Tja, tschüss, Lutscher. Oh, wenigstens haben wir den. Wenigstens haben wir den Fangversuch nicht verkackt. Nee, Tafelwasser, Tafelwasser. Ach, stimmt. Ach. Ich brauche jetzt zwei Beleber. Zwei gottverdammte Beleber. Ist ja nicht euer Ernst. Ach. Meine Fresse. Wie sowas nur möglich sein kann. Guck sie das einer an. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Das Ariados war echt ganz schön heftig. Nun gut, ich hoffe nicht, dass jetzt in jeder Ecke und Kante plötzlich ein Kryptoknecht auf mich zugesprungen kommt. Wo bin ich hier? Ah, da glitzert was. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gegenstand, den ich brauchen kann. Ich gucke mich erstmal jetzt hier in aller Ruhe um. Oder würde vorschlagen, dass wir im nächsten Part den Rest hier erkunden, sonst wird der Part wieder zu lang. Ich glaube, das ist ja ohnehin schon. Also, wie immer gilt es, wenn es trotz der Fails gefallen hat, dies bestätigt mindestens eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video und dann sehen Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es ist wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein, euer Crush45E9. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.